Hallo, hier spricht Barney Stinson. Nee, ich habe leider keinen berühmten Synchronsprecher gefunden, der das für mich übernehmen kann, solange ich krank bin. Also muss ich leider selber ran. Aber ich versuche mal mein Bestes und im heutigen Video schauen wir uns die 8.8 an, beziehungsweise den schönen neuen Flak-LKW, der jetzt mit dem letzten Update ins Spiel reingekommen ist, als Premium-Panzer für schlappe 50 Euro, beziehungsweise 5.000 Gold. Und das Fahrzeug kommt zusammen mit der 14. Panzerdivision, die Division, die war damals beim Einmarsch in Jugoslawien und in der Sowjetunion beteiligt, und seit 1942 dann in Stalingrad. Die gute alte 8.8er-Kanone sollte eigentlich jedem im Begriff sein, ist glaube ich die bekannteste Kanone überhaupt aus dem Zweiten Weltkrieg bei den Deutschen und vor allem halt auch dafür bekannt, dass sie nicht nur gegen Flugzeuge eingesetzt wurde. Entwickelt wurde die Kanone schon in den 1920er Jahren, produziert dann von 33 bis 45 in verschiedenen Ausführungen, insgesamt über 20.000 Stück, was schon ordentlich ist. Erstmals gegen Panzer wurde die Kanone getestet, damals im Spanischen Bürgerkrieg, und wurde daraufhin auch in sehr vielen Variationen eingesetzt. Die Version, was wir jetzt im Spiel haben, ist die 8.8 auf SDKFZ-9, beziehungsweise der Zugkraftwagen mit 18 Tonnen. 12 von diesen Fahrzeugen wurden zwischen Juli und September 1943 tatsächlich ausgeliefert. Und viele von euch werden das Fahrzeug natürlich auch aus Warfunder kennen, wo es ganz normal im Tech-Tree erhältlich ist. Und jetzt hat es natürlich auch den Weg in den Listed reingefunden. Wenn wir uns das Fahrzeug jetzt in-game anschauen, es kommt mit 6 Mann Besatzung, darunter 3 Ladeschützen. Und im Endeffekt handelt es sich dabei um einen gepanzerten LKW. Die Panzerung ist gar nicht mal so scheiße. Also ich habe tatsächlich schon einige Abpraller gehabt an dem Ding. Beste Situation war immer noch, wo ein T-34-100 auf mich geschossen hat. Der hat mir zwar die halbe Besatzung gekillt, aber ich war trotzdem noch in der Lage, den rauszunehmen. Aber ansonsten ist die Panzerung halt nicht so viel wert, da kommt so ziemlich jeder durch. Die Schützen hinten an der Flak, die stehen ziemlich offen da, also gegen Flugzeuge bist du tatsächlich sehr verwundbar. Und dafür, dass es sich im Endeffekt um Flugabwehrfahrzeug handelt, muss ich euch direkt enttäuschen, Flugzeuge abschießen werdet ihr nicht allzu viel mit dem Ding. Ich habe zwar einen Clip drin, wo ich ein Flugzeug abgeschossen habe, aber ich kann direkt sagen, das wird nicht sehr oft passieren. Die 8.8 hinten drauf, die hat sogar einen Vorhaltepunkt für Flugzeuge, der aber trotzdem ziemlich wertlos ist. Weil damit ein Flugzeug zu treffen, ist einfach eine Riesenkunst. Im Endeffekt kannst du mit jedem anderen Panzer, den es im Spiel gibt, genauso gut Flugzeuge abschießen wie mit der 8.8. Wir haben sogar von der Munition her, haben wir die APCBC und die HETF-Munition, was generell eigentlich ein neuer Munitionstyp ist im Spiel, der leider aber absolut nicht funktioniert. Und zwar HETF ist halt HE-Munition mit Time Fuse. Also quasi mit Zeitzünder, die eigentlich extra für Flugzeuge da ist. Aber da muss ich euch direkt enttäuschen, der Zeitzünder, der funktioniert in keiner Weise. Das ist im Endeffekt stinknormale HE, die ihr verschießt. Könnt ihr auch gegen Infanterie benutzen. Gegen Flugzeuge macht das Ganze überhaupt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob die Munition irgendwann mal noch angepasst wird. Aber von der Funktionsweise her ist das eine stinknormale HE. Deswegen, wenn ihr auf ein Flugzeug schießt, ihr müsst sowieso direkt treffen. Und wie gesagt, da kannst du auch jedes andere Geschütz nehmen. Ich habe mit der Pistole im Spiel schon mehr Flugzeuge abgeschossen als mit der 8.8er Flak. Von daher zur Flugabwehr ist das Ding eigentlich nur ein Spaßmobil, um sich selber eine Challenge zu setzen. Weil wenn man dann wirklich mal ein Flugzeug trifft, dann ist das ein geiles Gefühl, aber es wird halt sehr selten passieren. Kann man vielleicht in etwa so sehen wie die Fliegerfaust, mit der ist es genauso unwahrscheinlich, Flugzeuge abzuschießen. Was hingegen das Fahrzeug gut kann, ist Panzer bekämpfen. Und das sieht man im Hintergrund im Gameplay ja auch schon, was ich euch eingeblendet habe. Man kann damit sämtliche Panzer eigentlich problemlos rausnehmen. Am Jumbo musst du halt auf die Schwachstellen schießen. Aber ansonsten die meisten anderen Panzer kannst du eigentlich problemlos knacken. Bei den ganz schweren Dingern, wie jetzt im Pershing zum Beispiel, da struggles du auch ein bisschen. Aber du musst eh gucken, wie du das Fahrzeug positionierst, dass du halt nicht direkt rausgenommen wirst von Flugzeugen. Das Beste, was du machen kannst mit dem Fahrzeug, ist, wenn du das Fahrzeug rückwärts fährst, dass du quasi um die Ecke pieken kannst, hinten mit dem Geschütz und vorne dein Fahrer halt sicher ist. Weil da du so viele Besatzungsmitglieder hast, selbst wenn die dir hinten einen Schuss reinsemmeln, kannst du immer wieder in Deckung fahren und das Ding reparieren. Was ich direkt noch sagen muss zur Besatzung, weil wir 3 Ladeschützen haben, es gibt ja diesen Perk für 20% schnellere Nachladegeschwindigkeit, was bei dem Ding gar nicht so relevant ist, weil es lädt so unglaublich schnell nach, die Kanone. Aber wenn ihr diesen Perk habt, beziehungsweise alle 3 Ladeschützen diesen Perk haben für 20%, das addiert sich nicht. Allerdings bei diesem Munitionsartenwechsel ist mir aufgefallen, wenn du den Perk nur einmal drin hast bei einem Ladeschützen, dann zählt das nicht. Ich habe das jetzt allen 3 Ladeschützen diesen Perk gegeben, dass man die Munition wechseln kann, ohne den Ladefortschritt zu verlieren. Und jetzt funktioniert. Also wenn, dann musst du das allen Ladeschützen geben, so wie es aussieht, was ein bisschen dämlich ist. Aber die Nachladezeit ist echt nicht der Rede wert. Du knallst da einen Schuss nach dem anderen raus mit dem Ding. Du kannst die 8.8 halt nicht mit der 8.8 in einem Tiger vergleichen. Deswegen kann es auch passieren, dass du mal beim T-34 hin und wieder abprallst. Aber je nachdem, wenn du richtig triffst, dann kannst du einen IS-2 rausnehmen. Ich habe mit dem Fahrzeug sowieso die meiste Zeit gegen Russen gespielt und die russischen Panzer klatscht du mit dem Ding eigentlich sehr gut weg. Du musst halt immer nur aufpassen, wo du dich positionierst. Stalingrad ist ganz gut, weil du halt sehr viel Deckung hast durch die Häuser. Bei offenem Gelände musst du halt auch aufpassen. Und ich würde nicht zu sehr versuchen, die Flugzeuge anzupissen, weil von Flugzeugen wirst du halt gnadenlos auseinandergenommen mit dem Fahrzeug.
Ansonsten von Infanterie und leichten Panzern kann das Ding schon den einen oder anderen Schuss vertragen. Der Richtwinkel der Kanone ist auch brutal, jedenfalls nach oben. Du kannst das Ding fast senkrecht nach oben stellen, um auf Flugzeuge zu schießen. Was ein Nachteil ist, du hast keinen negativen Richtwinkel. Das heißt, wenn du gerade stehst und hast halt kleinere Panzer oder willst auf Infanterie schießen aus recht kurzen Distanz, dann kriegst du deine Kanone nicht so weit runter. Aber du solltest das Ding auch auf keinen Fall in kurzer Distanz spielen, weil sonst wirst du ziemlich schnell in die Luft gejagt. Am besten immer schön aus der Deckung eine gesunde Distanz zum Gegner und damit kann man dann einigen Schaden anrichten. Die Mobilität von dem Fahrzeug ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn und dadurch, dass das Ding ja außen ein bisschen aufgeklappt ist, hast du halt auch Überbreite. Und dann hast du sehr oft das Problem, wenn da irgendwo links und rechts ein Panzer steht oder so, du bleibst sehr oft stecken dann mit dem Fahrzeug. Also die Flak ist auf jeden Fall jetzt nicht darauf ausgelegt, großartig durch die Map zu fahren. Ich habe die Flak jetzt auch eher so gespielt, dass ich mir eine schöne Position gesucht habe, wo ich schöne Sicht auf die Gegner habe und dann einfach zum Beispiel eine komplette Straße halte einfach. Ich würde generell sagen, zum Verteidigen ist das Ding wesentlich angenehmer als zum Angreifen. Falls ihr jetzt überlegen solltet, ob ihr euch die 8.8 kauft, würde ich tatsächlich nicht dazu raten, also nicht zum vollen Preis, auch nicht unbedingt zum halben Preis. Es ist einfach viel zu teuer für das, was das Fahrzeug leisten kann und das ist halt einfach nicht so viel. Da das Matchmaking ein bisschen angepasst wurde jetzt, ist es auf jeden Fall angenehmer damit zu spielen. Die 8.8 ist eher wieder so ein Liebhaberfahrzeug, was halt einfach so just fun ist. Du hast jetzt einfach nie so einen riesen Kampfwert, aber es macht einfach Spaß, damit auch wirklich auf Flugzeuge zu schießen. Wenn man mal irgendwann eins trifft, das ist ein geiles Gefühl. Und ansonsten lässt sich's recht solide defensiv spielen und damit einige Panzer rausklatschen. Aber du hast jetzt einfach nicht so einen riesen Kampfwert. Wenn ihr nach einem Stufe 4 Premium Panzer sucht, dann würde ich euch eher den Ersatz M10 empfehlen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinken wir hier oben. Und da würde ich euch auf jeden Fall eher empfehlen, im Sale den Panzer zu kaufen. Dann wär's das erstmal von meiner Seite. Ich muss meine Stimme jetzt noch ein bisschen erholen. Und dann wird da in Zukunft wieder öfter was kommen. Damit danke ich mich erstmal fürs Zuhören. Haut rein.